Ah, jetzt haben wir's. Och nee, ich sehe doch wieder nichts. Warum hat die meine Waffen abgenommen? Ich bin komplett hilflos. Ich habe nichts. Nein, ich weiß nicht. So, der Brunnen. Hier irgendwas zu finden. Ich glaube, hier gibt es gar nichts zu finden. Das ist ein komplettes Rätselhaus, wo du dich einkacken sollst. Und ich sag's ganz ehrlich, haben's geschafft. Also ich würde immer ganz ehrlich was sagen. Im Real Life würde jeder Typ, jeder Mensch würde sich einscheißen und nach Hause gehen und so schnell wie möglich abhauen. Schon wieder so eine Mia-Puppe. Warum war mir das so klar? Was? Wir haben den Kopf unserer... Nur hier, weil dir langweilig ist. Ah, könnten wir eigentlich mal Dead by Daylight spielen, aber. Oh. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Ih, was ist denn das? Soll das ein Dünndarm sein? Lang genug wär's, aber der Dünndarm ist auch nur 12 Meter lang. Ich will das nicht genau sehen. Ich will da nicht hin! Ich habe keine Waffen, nix! Und ich kann da nicht hin! Ich kann nur hier versuchen, irgendwie... Oh. Oh. Baby Puppenhaus, nichts Gutes. Jetzt, okay, der Teil ist echt creepy bis jetzt. Ich bin nur hier, Baby. Ja, bitte, sonst bin ich umsonst an PC gegangen. Nein, 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 nein! Keine Föten töten! Nein, keine Föten töten! Nein, nein, nein! Ist das die Nabelschnur gewesen? Igitigit! So. Warte mal. Wir müssen wieder zurück. Bist du jetzt nur wegen Dead by Daylight vor die Tür gegangen? Das tut mir jetzt gerade so ein bisschen leid.
Kabelschnur ist nicht so lang. What the fuck ist das? Oh Mann. Ich habe gerade eine richtig schlechte Leitung. Aus, dann hier zur Küche, übers Arbeitszimmer. Ich bin gerade richtig, richtig. Nein, 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 nein! Bis jetzt noch nicht, nee, Justin, noch nicht. Okay, bei den Brocken würde ich mich nicht wundern, wenn die Nabelschnur so lang ist. Wie soll ich denn das schaffen? Diese Geräusche, ne? Da bist du. Ich weiß, dass du da bist. Ich muss nur gucken, ob ich irgendwie es schaffe, das hier hinzulocken. Wieso? What the? Boah. Alter. Wie soll ich denn das schaffen? Bei einem Tisch kann ich wenigstens draußen rumlaufen. Oh. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will echt nicht. Okay. Links geradeaus. Da kann ich nicht lang. Das Vieh ist doch bestimmt da oben. Aber wie soll ich denn das schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie man das hier schaffen soll. Kann ich mich hier wenigstens verstecken? Geht nicht. Nein! Sorry, aber was soll denn das? Capcom, was soll denn das? Wie soll man das denn schaffen? Nee, das liegt an meiner Internetverbindung. Ich sehe auch gerade, dass ich ständig eine Verbindung von maximal 2 Kilobits habe. Dementsprechend, ich weiß nicht, woran es liegt. Generell ist heute der Ping im Netz relativ gering. Ziel im Notizbuch.
Gerichte, ja, von mir aus, das interessiert mich alles nicht. Ich will wissen, wie ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß nur, ich weiß nicht, wie ich diesem komischen Fötus-Ding entkommen soll. Ja, ich bin auch... Justin, ich weiß, was du meinst, aber Dead by Daylight kann man auch gut alleine spielen, mache ich ja auch. Ich will noch mal kurz auf Toilette, aber ich weiß echt nicht, wie man dem entkommen soll. Ich sehe jetzt alles kaputt gemacht. Also wenn ich jetzt nicht sehe, wie das Dingsbums dran ist, dann muss aber Capcom mir echt mal verraten, was sie da geplant haben. So, da bin ich wieder. So, ja, Justin, ich weiß, was du meinst, aber Dead by Daylight kann man auch gut alleine spielen. Mache ich hier auch. Unter dem Bett, vielleicht kannst du im einen Raum über das Bett hüpfen. Vielleicht kannst du dich davor im Raum umsehen oder was es gibt. Ja, muss ich nochmal gucken. Ah, ich kann mich unter dem Bett verstecken. Ich hab immer noch so viel Schiss vor dem Vieh. Ah!
So, rechts durchs Arbeitszimmer. Geht nicht. Da muss ich hier links rein. Geradeaus und dann nach links. Hallo, hallo, hallo! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Nein, ich guck da nicht hin, ich guck da nicht hin! Oh. Alter, du hast einen Mund, Gulli! Ich würd mir eine Pizza bestellen. Boah, leck mir am Eiersack, ey. Alter, da kriegst du doch echt einen Schlüpperspringer. Fick dich! Alter, diese Grin, dieses Lachen! Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Au! Wenn es Rose nicht gäbe, dann wäre alles besser. Wo bist du, du kleine, dreckige Puppe? Ich wende mir die, wenn ich zu lange an einem Fleck stehe. Nein, nur mit dir. Du kriegst eine Special-Behandlung. Lass uns spielen. Für immer und immer und ewig. Ja, denn wenn der kleine Graf unter Stress steht, dann kennt er sich manchmal nicht und kann sich nicht zurückhalten. Und das ist nicht so gut. Wen haben wir denn da? Gucke mal, ich habe ein Stück... Du kannst dir niemals Leben draußen. Du auch nicht. Warum steck mir dich nicht ins Feuer, du Halb? Ja, rein, rein. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Ich. Was ist das? Also die Leute, die rumheulen, dass Resident Evil Village nicht genug Dingsbums hat. Ich bieg das wieder hin. Nicht genug Horror hat, die haben nie dieses Puppenhaus gespielt. Gut.
Jetzt nichts wie raus hier. Nummer 2. Hallo, ich will hier raus. Angie. Oh ja, so eine Puppe, die schenkt mir doch. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Also, hier dieses... Alter, dieses Puppenhaus. Bestellen Meckes. Ja, ich weiß, ich bin das Meckes beim Eis. Ich bin vom Meckes-Bringdienst überhaupt nicht so begeistert. Also, ich habe den noch nie ausprobiert, weil ich finde, McDonald's kannst du kalt nicht essen. Dementsprechend meiner Pizza ist es jetzt nicht so tragisch, aber... Jetzt den Schlüssel. Ich weiß nicht, was mit dem Schlüssel ist. Flakor Beine. Brunnenkurbel, Schatzkarte, Familienfoto. Huh. Huh. Also, ich habe genug Horror. War das jetzt die zweite schon? Das ging ein bisschen schnell im Vergleich zum Schloss Dimitrescu. Dieser dicken Milf da. Dieser Riesenmilf. Da war die kleine Puppe doch. Ja, ich find's aber ganz gut, dass der Horror nicht, dass es nicht zu lange ging. Ich glaube, viel länger hätte ich es auch nicht durchgehalten. Ich sag ganz ehrlich, zu Dead by Daylight, ich glaube nicht, dass es heute klappt. Es liegt nicht daran, dass ich euch das nicht gönne oder so, oder dass ich keine Lust habe, aber es liegt einfach an meiner Internetverbindung. Ich weiß nicht, ob Twitch gerade Probleme hat oder ob ich gerade Probleme habe. Aber für mich sieht es so aus, als wäre jetzt noch irgendwie mit anderen quatschen, inklusive noch ein Spiel zusammenspielen, was dann online wäre. Wir können es probieren. Warte mal, hier gibt es noch eine Schatzkarte. Einen Schatz gibt es hier noch. Ich weiß, was hier hinkommt. Ich weiß, was hier hinkommt. Die Frage ist nur, ist das offen oder nicht? Wir haben ja dieses eine Stück Dingsbums in diesem Grabstein gesehen, was überhaupt nicht hier hinpasst. Und das kommt hier hin. Das fehlt nämlich. Die Frage ist nur, kriegen wir das... Ist das offen oder wie kriegen wir das auf? Ich zeige euch das gleich mal. Nicht so viele! Hallo? Da! Ja, natürlich. Ja, ich glaube, ich sag's mal so, wir könnten eine Runde spielen. Okay, als Ethan würde ich das Haus komplett niederbrennen mit allen Puppen drin. Ja, auf jeden Fall.
Sind noch Zombies dabei? Ich weiß nicht, was die Leute haben. Puppen sind ekelhaft, genauso schrecklich wie Clowns. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also mir... Daddy ist da! Hallo! Okay, warte mal, untersuchen. 760. 640. Schnellzugriff. Mach die Pumpgun hier jetzt noch leer. Wir machen es folgendes. Lass mich, Graf, ich habe meine periodischen Gelüste jetzt. Ach so, alles klar. Auf jeden Fall, ich sag's ganz ehrlich, ich mache jetzt noch bis zum Speicherpunkt, dann würde ich den Stream beenden, weil heute ist der Ping echt für den Arsch, wenn der sich jetzt nicht bald beruhigt. Die Pumpgun mache ich jetzt noch fertig und ja, dann können wir mal gucken. Ich habe kein Problem damit, dass wir nochmal Dead by Daylight probieren, aber ich glaube, das kannst du vergessen. Ich hab nicht mehr so viel Pistolenmunition, das gefällt mir gar nicht. So, wie gesagt, die Pumpgun, da mache ich das Magazin noch leer und dann verkaufe ich die dem Dicken. Madalina-Kopf. Yeah. Fräulein Madalina. Interessant. Halskette mit zwei Fassungen. Silberring Angie. Die ist auch fertig. Kristallfragment. So, können wir wieder was verkaufen? Öffnung, wo was Rundes reingehört. Aber ich habe nichts Rundes. Explosivgeschoss. Schlüssel des Geigenbauers. Warum sieht das so aus, als könnte man damit Spaß haben? Für mich sieht das nach Spaß aus. Explosivgeschoss. Ich brauche unbedingt den größeren Koffer. Aber. Ich sehe da was, was mir gefällt.
Wie gesagt, könnt ihr mir das Game dann holen, aber wenn man den Clip aus dem Kontext nimmt, dann denkt jeder, du hast einen an der Waffel. Das Foto eines singenden Vogels? Foto eines seltsamen Vogels. Interessant. Bei mir ist es auch besser, aber ich gucke inzwischen auch auf 360p. Jetzt ist es schon mal besser, geht. Kann kein Deutsch heute. Ja, ich glaube, ich sehe es ja, bei mir wird es jetzt auch besser. Hängebrücke und dann, ich glaube, beim Friedhof geht es noch so extrem ab. Daddy ist da. Jetzt hat er zwei Puppen im Inventar. Wo habe ich zwei Puppen im Inventar? Ja, stimmt, stimmt. Bei den Schätzen. Die Angie und die Fräulein Madalina. Morgen kaufe ich mir eine Barbie und verbrenne ihre Haare. Jojo, komm raus. Oh, du verfickter Klotz. Mach das. Aber was für ein Clip. Habt ihr doch schon wieder einen Clip erstellt, wo ich nichts weiß von? Seid ihr zwei Puppen im Inventar? Also Puppenhaus ist durch. Scheinbar ja, sieht so aus. Ich schicke den Clip mal auf meinen Discord. Mach das. Weiß nicht, was ihr habt, aber ihr habt ja doch eure... Ich arbeite generell viel zu wenig mit Granaten. Das gab Muni. Super. Die eine Waffe ist fertig. Die ist auch leer geschossen. Die können wir verkaufen. Das gefällt mir ganz gut. Ja, so schnell wie möglich zurück. So, Specki. Hallo, Kleiner. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ja, kommt mir. Willst du das haben? Großer Kristall, Valanit, die Angie. Oh ja. Silberring, Halskette mit zwei Fassungen, Fräulein Madalina. Wunderbar. Was haben wir hier? Geflügel, Wild, gelesenes Wild, Dietrich. Nee, das passt alles. Ah, Fräulein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du?
Ich habe gerade aufgestockt. Ja, ich habe noch ein Gewehr, was ich verkaufen will, mein Lieber. Dickwanst. Das war das hier. Eine Waffe will gut ausgewählt sein. So, das ist voll. Das könnte ich noch ein bisschen verbessern. Ich brauche den besseren Koffer. Herzlichen Glückwunsch. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Was sind das? Ach, die Samurai-Edge. Da hattest du ein Auge. Natürlich. Waffenverbesserungen nehme ich immer mit. Jawohl, jawohl. Der Dicke hat, was ich brauche. Wir haben noch genug Kohle. Ich würde sagen, wir upgraden jetzt noch. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Das glaube ich dir aufs Wort, Schwabbel. So, das ist geupgradet. Ja, das brauche ich relativ selten. Beachte mich gar nicht. Danke für deine Treue. Alter, ich würde dich am liebsten gar nicht beachten, aber das geht ja gar nicht. So, wir haben jetzt ordentlich Wumms bekommen. Und ordentlich Platz. So, jetzt ist natürlich genau das wieder vonstatten, was ich immer mache. Und zwar Inventar sortieren, um zu verbergen, dass ich Schiss habe, weiter zu spielen. Nee, Quatsch. So, das kommt hier hin. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das Fleisch kommt hier unten hin und hier unten kommen die Scharfschussmuni hin. Wunderbar. Explosivgeschoss. Ein explosives Geschoss, das weiträumig Schaden nimmt. Gut. Wisst ihr, wo ich auch mal wieder Bock drauf hätte? Left 4 Dead geht. Geht's jetzt ins Sumpfgebiet? Kaum droht er an aufzugehen, geht sein Internet plötzlich. Wie kann man so fett werden? Ja, das ist komisch. Komisch, ne? Dauerhaft bei Macis bestellen. Ne, ich kann den nicht abknallen. Okay. Ich würde sagen, wir haben das Gebiet durch. Ich will jetzt hier nochmal. Ich will jetzt eigentlich nochmal auf dem Friedhof gehen. Vor allem kann ich ja jetzt auch hier rein. Hier nicht, aber da rein. So, die ist hier Dingsbums. Ups, falscher Knopf. Bin hinter dir. Du Lümmel. Oh, warum hast du mich... Warum machen die immer diesen speziellen Greif-Move? Oh.
So, ich brauche auf jeden Fall das brauche ich. Das brauche ich nicht unbedingt. Das habe ich verkackt. So, was haben wir denn hier? Guck dir doch mal die Amis an. Der hat Kräuter aus seinem Popo fallen lassen. Auf jeden Fall, natürlich. Das ist... Und ich weiß, wohin das kommt. Die Frage ist nur, will ich das dahin zurückbringen? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Oh, Duke, mein Lieber. Mann, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Hier müsste eigentlich alles... Ich finde es irgendwie, auf der einen Seite finde ich es gerade richtig cool, weil du halt schon Zombies jetzt hast, ne? Am Anfang hast du diese Werwölfe, später dann diese vier Vampir-Ladies... Mehr oder weniger und diese blutleeren Hüllen da und jetzt hast du halt wirklich diese Zombies. Bin mal gespannt, was uns für Gegner und Kreaturen noch so erwarten. Kugellabyrinth, ja, da muss ich noch mal hin. Hier gibt es noch ein Wild. Oh! Rip-Ziege. Rip, kleine Ziege, sterb schnell weg. Daddy killt dich, bis alles ist weg. kann man auch zurück ins Schloss? Leider nicht. Sieht für mich so aus, als könnte man nicht zurück ins Schloss. Was halt sehr schade ist. Also das, was wir da nicht gefunden haben, war, glaube ich... ...komplett hinüber. Nein! Warum? Warum? Dafür ist die Steuerung gar nicht ausgelegt. Das kannst du vergessen. So schnell kann ich doch gar nicht agieren. Warum schießt du denn wie so ein Bekloppter? Jetzt die Frage. Ich habe jetzt keine Lust, dass er sich wieder ständig neu regeneriert. Ich habe keine Munition, ich kann nichts tun.
gar nichts tun. Ich werde sterben, weil ich nicht weiß, wie man den besiegt. So schnell kann ich doch gar nicht agieren als Ethan. Also vergessen. Das interessiert ihn einfach nicht. Der frisst so viel Muni. Der frisst so viel, dass ich gar nicht weiß, was da überhaupt richtig ist. Natürlich will ich den Schwierigkeitsgrad wechseln, ihr Ficker. Was soll denn das für eine Scheiße? Och, leck mir am Arsch. Ich kann mir ganz gut vorstellen, nicht, dass der sich regeneriert. Weißt du, wenn man zum Beispiel zu weit weg in den Gang geht, dass der rumdreht und sich dann regeneriert. Das ist halt ein bisschen blöd. So, ich werde noch ein bisschen Pumpgun-Money holen. Ja, ich weiß es ja nicht. Das ist ja das Problem. Es geht ja nicht darum, dass ich da nicht in den Gang reingehen sollte, wenn ich nicht weiß, was der macht, aber... Ah, ja, ja. Neun Schuss von dieser Waffe sind teilweise günstiger als ein Schuss davon. Das musst du dir mal geben. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Toll. Warte mal. Schönen Tag. Stets zu Diensten. Warte mal, den kann ich verkaufen. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Ja, geh mich auf den Sack. So, von denen kaufe ich mir jetzt mal ein paar. Warum eigentlich nicht? Da hattest du ein Auge drauf, was? Ja, hatte ich. Auf Wiedersehen. So, ich würde gerne das Grab noch machen. So, dann gehe ich in den Gang. Okay. Mann, du Saugrab. Dein Nein hat mich zu Tode erschrocken. Zielgeschwindigkeit höher machen oder Maus und Tastatur. So, ich habe mich jetzt ein bisschen gerüstet. So, Energie ist jetzt auch wieder voll, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob das so nötig gewesen wäre. Ich will auf jeden Fall noch mal hin. Ja, stimmt. Können wir eigentlich auch noch mal machen. Da gebe ich dir recht, Justin. Da müssen wir noch mal hin. Das müssen wir noch mal machen. Die Frage ist, wollen wir das heute noch machen oder nicht? Also viel werde ich auf jeden Fall nicht machen. Der Horror in diesem Puppenhaus war genug.
Dann lass es dir schmecken, Lin. Alter, ist der langsam. Wir sind Kelch genommen, okay. Dass Eve keine Rolle kann. Ja, das ist komisch. Hat eine Militärausbildung, aber steuert sich hier echt wie ein Panzer. Also, ich meine, Leon war jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Aber der hatte wenigstens eine knackige, super Steuerung. So, gibt es hier wenigstens irgendwelche Hinweise? Foto eines Schatzkarte, Familienfoto, Schätze, Kristall, eine Riesenaxt. Als Kette mit. Was? Benegarios Kelch, ein antiker Kelch aus dem Besitz Benegarios, einem der vier Gründer, sehr wertvoll. Oh, das gibt wahrscheinlich Money. Gehen wir nochmal zurück. Und dann können wir mal entscheiden, ob wir das Spiel weiterspielen wollen oder ob wir vielleicht, nachdem Lin was gegessen hat und ich mir vielleicht auch nochmal was hinter die Kiemen geschoben habe. Dass wir da vielleicht nochmal eine Runde Dead by Daylight spielen, je nachdem, obwohl um 20 Uhr hat die Linja gesagt, ist er bei Among Us am Spielen. Dementsprechend weiß ich halt nicht, ob es das, ob sich das geklärt hat oder nicht. Bist du nicht? Oh, wir haben ja schon halb neun. Entschuldigung. Er ist jetzt die Frage. Dead by Daylight? Adriano, ich frage nochmal den Adriano gleich nochmal. Du möchtest etwas kaufen. So, du Pommespanzer. Komm mal her. Ja, was verkaufen. Das will ich verkaufen. Wie immer. Ein ehrlicher, fairer Tausch. So, jetzt nochmal ganz kurz auf Toilette. Dann kurz was essen und so weiter und so fort. Und dann können wir mal gucken. Aber das Horror-Puppenhaus, das war schon... Oh.
So. Da bin ich. Dann melde ich mir mal die Tage Dead by Daylight holen. Okay. So, wir haben 48.000. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Überlass das mir. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Super. Bis wunderbar. Mal. Wunderbar. Ich würde sagen, willkommen zurück. Vielen lieben Dank. Dead by Daylight. So, dann machen wir es nämlich folgendes. Wir sind damit Resi durch. Dann spachteln wir ein bisschen was und